Achso, ich wollte mir noch die Kommentare in der Spoiler-Ecke durchlesen von euch. Schauen wir mal. Bin mal gespannt, was ihr alle geschrieben habt. Warte mal. Das ist der 25. Januar. Wo ist denn der erste? Oh, ich glaube, ihr habt über eine Seite Kommentare zu dem Kapitel geschrieben. So. 25. Januar. Ach, was habt ihr denn alles geschrieben? Nochmal 25. Januar. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. So, da. Sum2K3. Neues Kapitel ist draußen. Episch. Sascha. Also, habe ich mir auch gerade angeschaut. Okay, war actionreich. Und der neue Modus, ja, schaut schon cool aus. Aber ich hätte mir Kurama selber gewünscht, so wie es bei Bi und Hachi wieder der Fall ist. Bisschen enttäuscht bin ich schon. Schade. Johnny. Also, das ist mal ein Kapitel. Und ihr alle habt das langweilige 570 gefeiert? Und Guy ist tatsächlich in der Lage, alle 8 Tore des Hachimantonko zu öffnen. Und man stirbt auch danach wirklich. Krass. Was ist es wohl für eine Technik des 8. Tores von Guy? Ja, da bin ich auch gespannt. Das, ich denke mal eigentlich, also ich meine, der ist der Einzige, Guy ist der Einzige, der das noch zeigen kann, wie das aussieht, die Technik. Also, Kishimoto kann das nur an ihm zeigen. Und ich denke mal, er wird das im Endeffekt auch machen. Ich meine, das heißt, auch wenn das heißt, dass Guy stirbt. Schnüff. Aber, Herr Witte, ziemlich episch. Aber wie mein Vorredner sagte, ich hätte es auch gerne gesehen, wie Kurama an sich rausgekommen wäre. Cool fand ich aber das Bild, als Naruto an Kakashi vorbeigerauscht und Kakashi verdutzt schaut und Sensei sagt. Es sah aber wirklich so aus, als würde Naruto einen Umhang tragen, wie es der 4. Hokage tat. Roku sagt, schade. Ich persönlich bin von seiner neuen Form etwas enttäuscht. Ich mag es, wenn Charaktere eine große Menge an Kraft darstellen, aber trotzdem klein, schnell und wendig bleiben, um ihre Kraft dann gezielt einzusetzen, so wie es bei Narutos alter Form und zum Beispiel Ichigo Kurosaki aus Bleach der Fall ist. Die neue Form erinnert mich aber eher an eine Power Ranger-Transformation. Was ich an Naruto geschätzt habe, war, dass er immer selbst aktiv und mit seinen eigenen Fäusten gekämpft hat. Jetzt sitzt er in einer großen Masse aus Chakra, welche den Kyuubi widerspiegelt. Für mich sieht er also mehr wie ein Lenker als wie ein Kämpfer aus. Natürlich kämpft er immer noch mit, aber nicht er selbst schlägt den Gegner, sondern ein Überzug aus Chakra. Für mich geht dabei etwas der Charme von Narutos Kampfstil verloren. Also ich meine, der hat jetzt 570 Kapitel normal gekämpft. Ist das jetzt nicht langsam an der Zeit, das irgendwie weiter? Ja gut, wenn das für dich kein Schritt nach vorne ist. Ich muss sagen, die Vorstellung, jemand von Naruto bis S4, P4, also Seite 4, Panel 4 hatte, fand ich klasse. Der Mantel, der wieder seinen Vater widerspiegelt. Was hat er denn hier für ein Bild gepostet? Ah ja, Die Markierungen in seinem Gesicht und die nicht wild verlaufen, sondern immer noch den Barthaaren einer Katze, eines Fuchses nachempfunden sind die, und letztendlich seine konstante Normalgröße. Mit der Version wäre ich vollkommen zufrieden gewesen. Also der neue Naruto an sich super und wenn Karneval vorbei ist, sieht er möglicherweise auch wie das Kyuubi-Kostüm wieder aus. Naja, aber ich meine, wie soll er denn sonst klarkommen gegen 4 andere Riesen-Bijuu? Alleine diese ganzen Abwehraktionen kurz danach gegen die Schnecke und das Insekt und die Schildkröte, dafür ist doch nötig, eine gewisse Größe, körperliche Größe zu haben. Na, am Anfang war Naruto ja auch noch ohne Kyuubi-Anzug zu sehen. Vielleicht kämpft er später mal in der Form, da ich mir gut vorstellen kann, dass die große Kyuubi-Form gegen schnelle und wendige Gegner, zum Beispiel Sasuke, eher ineffektiv ist. Es bleibt also Hoffnung. Ansonsten jetzt Kapitel, was zum genüsslich Zuschauen und auf die Anime-Version freuen. Bin zwar mehr so der Plot- und Zusammenhangstyp, aber es muss ja nicht immer alles voll mit Infos sein. Eine schöne Prügelei wie in diesem Kapitel ist auch was Feines. Und mit der Enthüllung der neuen Form ist natürlich auch was Neues passiert. Sascha antwortet, selbst das wäre mir ja schon zu viel gewesen, weil jetzt ist es wieder nur eine weitere Transformation, wie zum Beispiel Dragon Ball Z, Super Saiyajin 1, 2, 3, 4. Weiß nicht, das gefällt mir nicht. Ich finde den Modus an sich cool, hätte mir aber wirklich gewünscht, dass Naruto komplett Kurama mal das Feld aufräumen lässt. Und zwar nicht nur als weitere Transformation, sondern eben als eigenständiger Charakter, wie bei Bi und Hachibi eben. Ja gut, das bestätigt dann meinen Verdacht, dass das eben nicht der Kyuubi aus Fleisch und Blut und Fell sein wird, sondern nur so eine Chakra-Manifestation. Ich meine mal, es gibt 8 weitere Bijus und ihre Jinchuriki und bei keinem ist es so der Fall, dass eine Transformation so aussieht, sondern alle 8 waren als eigenständige Form draußen. Ja gut, du weißt aber nicht, was die für Zwischenformen haben. Vielleicht konnten die das auch als Zwischenform. Ich verstehe ja noch die Chakra-Mantel-Transformation, als Kurama eingesperrt war, der ja nur einen Teil abgeben konnte. Aber nun ist Kurama nicht mehr eingesperrt und sollte deswegen auch rauskommen.
So was habe ich mir nach 10 Jahren Lesen schließlich auch gewünscht. Und nicht nur eine weitere Chakramantel-Transformation. Kurama hätte sich verdient. Q sagt, interessant, wie die Meinungen hier auseinandergehen. Sascha hätte lieber den richtigen Kyubi gesehen und Roku hätte lieber Naruto weiter in Minato-Gedenk-Bijou-Modus kämpfen sehen wollen. Ich denke, wir haben in dem Kapitel einen Konsens erleben dürfen, der eigentlich beide Seiten zufriedenstellen müsste. Auf der einen Seite der sehr kompakte Minato-ähnliche Modus, der sicherlich sinnvoller ist, gegen normal große Gegner und den wirklichen Bijou-Modus, mit dem man effektiv gegen so große Gegner wie die Bijou vorgehen kann. Ich bin mit dieser Lösung hochzufrieden und warte jetzt gespannt auf das neue Chapter. Die Explosion der beiden Bijou-Dama-Attacken wird sicher gewaltig. Das wird beinahe Dragon Ball-Ausmaße annehmen. Was ich mich auch frage, ob Kishi Naruto nochmal in irgendeiner Weise nochmal schwächt. Aber so wie er jetzt ist, dürfte, was er vorher auch schon war, dürfte er der Stärkste allgemein sein. Ich vermute ja mal, dass Tobi ihm Kurama wirklich am Ende noch wegnimmt. Ich wäre mit diesem Kampfende sogar zufrieden. Einfach deswegen, Tobi verdrückt sich mit Kurama. Naruto hat dann nur seinen Naturchakra-Modus und somit wieder ein relativ normales Stärkelevel und man kann die Geschichte noch gut weiterschreiben. Mich stört halt wirklich so, dass das so, wie es jetzt ist, Naruto selber wieder gepusht wurde. Wäre Kurama rausgekommen, okay, weil das wäre Naruto wie Bi im Hintergrund und das ist Kuramas Stärke und er steuert selber diese Stärke als eigener Charakter. Hudi sagt, er wird sicher auch in dem neuen Mantel-Kyubi-Gewand kämpfen, da er so viel schneller ist. Nur gegen die Bijou ist dieses Kyubi-Monster-Gewand hilfreicher. Finde ich auch. Finde Narutos neuen Kyubi-Modus ziemlich episch, aber auch ziemlich over the top. Okay? Dann müsste aber Sasuke auch geschwächt werden, denn nur mit Naturchakra hat Naruto gegen diesen nicht den Hauch einer Chance. Und wenn man davon ausgeht, dass Sasuke vielleicht auch noch einen Rinnegan erhält, dann ist recht nicht. Das stimmt. Meh, die Kapitel werden auch immer kürzer. 12 Seiten nur, sagt mich so. Naja, war trotzdem ganz unterhaltsam, aber nichts wirklich Unerwartetes. Naja, es waren ja nur 12 Seiten, weil das so viele Doppelseiten waren. Die werden ja sonst eigentlich einzeln gezählt. Kürzer war das Kapitel nicht, es gab viele Doppelseiten. Ah, ist ja bei One Piece in der letzten Zeit auch nicht anders gewesen. Maler sagt, war in Ordnung, würde ich sagen. Aha, aber irgendwie ist der Funke nicht ganz übergesprungen bei mir, keine Ahnung warum. Na, da ist ja jemand kritisch. Das Kapitel hat ganz normal 17 Seiten. Doppelseiten bestehen eben aus 2 Seiten, beziehungsweise bilden hierbei 2 Seiten, die eine Szene abbilden, eine Doppelseite. Ja, jetzt haben wir es nochmal, ein drittes Mal. Shisui. Ich muss wahrscheinlich wirklich verrückt sein, doch ich finde das letzte Kapitel, wo das Siegel geöffnet wurde, etc., irgendwie besser als dieses hier. Klar, der Kampf geht endlich wirklich mal weiter, finde ich auch klasse, aber ich muss mich einigen anschließen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Kurama ganz kommt, dass man ihn mal richtig erlebt. Und ich verstehe auch nicht ganz, wieso nur bei Naruto der Bijou in einer Chakra-Gestalt auftaucht. Auch ein wenig komisch finde ich, dass Naruto mit dem Chakra gleich alle Bijous erst einmal ein wenig fertig machen kann. Klar, mehr Chakra, aber die anderen haben auch viel davon und sind auch noch in der Überzahl. Gut fand ich das mit Guy, dass man nun weiß, dass er das 8. Tor einsetzen kann und wird es vielleicht irgendwann sehen. Achso, und wir es vielleicht irgendwann sehen. Vielleicht ändert sich ja bald meine Meinung zum neuen Mode, ist nur ungewohnt und ziemlich gewöhnungsbedürftig, aber mal schauen, was wir den nächsten Kapitel bringen. Rokuro, Zitat. Solltest du recht behalten, bin ich mit seiner neuen Form im Endeffekt doch glücklich. Ja. Wotan lol, Shisui, ja, ich finde dich verrückt. Ich fand dieses Kapitel einfach nur epic. Kann mir wieder gut vorstellen, wie Iris quietschend auf dem Stuhl hin und her gewackelt ist, als die Narutos neuen Modus gesehen hat. Ja, bin ich. Jetzt hörst du es dann ja auch. Nur 2 Wörter. Fucking awesome. Gut, okay, doch mehr als 2, aber ab jetzt geht's richtig los. Einfach nur Hammer, sagt Discus Du. Sum2K3 antwortet nochmal, also ich fand 570 nicht interessant. Okay. Miso zitiert was? Du hast recht, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das Kapitel 5 große Doppelseiten hat. Aletheia sagt auch was? Ja, Naruto mal wieder in neuem Dress. Dieses Chapter hat mir nicht so sehr gefallen. Es war zwar nicht schlecht und eigentlich auch spannend, aber alles wirkte zum Ende hin so chaotisch und hingeklatscht. Enttäuschend auch vom Zeichenstil her. Mann, Kishi, hattest du die letzte Woche keine Zeit? Naja, mal sehen, was das nächste Kapitel so bringt. Okay. Was fandst du da so schlecht dran? Kannst du ja gerne mal schreiben in den Kommentaren, was du da so schlecht gezeichnet fandst. Johnny. Na, dann bist du genau wie ich einer der ganz wenigen, die 570 anders gesehen haben. Piccolini ist auch wieder da. Ich verstehe nicht, wieso hier alle von der neuen Form so enttäuscht sind, denn eigentlich gibt es ja auch eine Erklärung dafür. Kurama meint ja zu Beginn des Kapitels, dass die beiden die Bijou-Transformation eigentlich noch lernen müssen, dass sie jetzt erst einmal beschränkt ist. Ich glaube, es ist der Grund, warum man den Kyubi nicht in voller Gestalt sieht. Und soweit ich das verstanden habe, soll der episch aussehende Naruto auf dem Kopf Kurama sein und der normal aussehende der echte Naruto. Oder wieso sind die da zu zweit? Ein Doppelgänger wird es wohl kaum sein. Aber eigentlich hat ja Kurama gesagt, dass er die Transformation nur
kürzer aufrechterhalten kann und nicht, dass das noch, das noch nicht die vollendete Form ist. Also das würde ich jetzt nicht so sehen, glaube ich. FDWOZ, so spreche ich das jedenfalls immer aus. Wenn das anders ausgesprochen werden soll, dann mussten wir das mal Bescheid sagen. So wie ich es verstanden habe, ist es ein Kagebunshin, der im Sennin-Modo die Chakra-Stäbe orten sollte. Shisui, der Naruto mit dem Mantel, das ist der echte, der andere ist nur ein Doppelgänger, welcher meines Erachtens wohl die Steuerstäbe bei den jeweiligen Bijus suchen soll. Schön gleichzeitig gepostet. Auf der sechsten Seite, Bild 4, kannst du sehen, wie um den normalen Naruto gerade der Rauch verschwindet. Demnach handelt es sich um einen Kagebunshin. Ja, wie man den Namen aussprechen soll, weiß ich auch nicht. S2DA oder so? S2DA? Okay, ich habe mich ehrlich gesagt extrem auf dieses Kapitel gefreut. So wie lange nicht mehr. Aber irgendwie bin ich enttäuscht. Warum seid ihr denn alle so enttäuscht? Ich weiß auch nicht. Es ist wahrscheinlich, weil ich Kurama komplett auf dem Schlachtfeld sehen wollte. Ich erwartete eine unglaubliche, krasse Darstellung davon. Kurama zwischen allen anderen, bäm. Stattdessen ist es ja nur ein weiteres Fuchsgewand. Naja, mehr oder weniger. Natürlich, so lässt Kishi sich die komplette Gestalt noch für später. Aber irgendwie bin ich enttäuscht. Schade. Oh, langer Text von Johnny. Was die zwei Narutos angeht, muss der Rikudu-Biju-Modus Naruto auch Naruto sein, nicht Kyuubi. Warum sie dort zu zweit sind? Entweder ist der eine von ihnen der innere Naruto oder Naruto ließ einen Kagebunshin entstehen, um die Chakra-Stäbe bei den Bijus zu finden. Der einfache Naruto ist ja später im Sennin-Modo und sagt, dass er diese lokalisiert hat. Außerdem ist am Text zu erkennen, dass es Naruto ist, der da spricht, und zwar in beiden Fällen. Der normale und der Rikudu-Biju-Modus Naruto. Ah, schwieriges Wort. Außerdem der neuen Transformation allgemein. Ich glaube, Naruto und auch Kyuubi sehen nur deshalb so Rikudu-Chakra-mäßig aus, weil Naruto bei seiner Transformation gleichzeitig den Rikudu-Modus benutzt, falls es nun nicht automatisch zur Transformation gehört. Oder der Grund dafür, dass er, Kyuubi so aussehen und die anderen nicht, liegt darin, dass Naruto etwas von Rikudus Sennin hat, irgendein Erbe, whatever. Obwohl ich selber es sehr enttäuschend fände, wenn das Ganze der mit dem und sie mit denen verwandt Gequatsche tatsächlich dann so zutreffen würde. Und ja, ich weiß, dass Naruto ein Uzumaki ist und dass sie mit dem Senju verwandt sind und die wiederum vom Rikudu abstammen, bla bla. Wie gesagt, da könnte so einiges dieses Aussehen erklären und vielleicht kann sich Naruto sogar normal komplett in Kyuubi verwandeln, wer weiß. Ja, ich glaube auch, dass das noch kommen wird. Erstens, weil Kishi dämlich wäre, wenn er das nicht zeigen würde. Ja, Punkt. Das war es eigentlich schon. Und Johnny nochmal, aber es ist doch der komplette Kurama auf dem Schlachtfeld, genau wie Hachibi und die anderen Biju. Nur er ist quasi so gelb, hat überall Siegelzeichen und verströmt Chakra um sich. Also die komplette Gestalt ist auf jeden Fall, nur halt nicht normal in Rot und mit Fell. Ja, wie so eine Mischform, glaube ich, würde ich das auch ansehen. Ah, gleich sind wir fertig. Holy sagt, dass nicht der volle Kyuubi erschienen ist, sondern nur ein Chakra-Abbild liegt wohl daran, dass, wie Kyuubi sagt, ihre Transformation anders als bei B weit von perfekt entfernt ist. Johnny, es ist doch der vollständige Kurama erschienen. Warum reden viele davon, dass es nicht der volle Kyuubi ist? Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich was übersehen? Das war doch jetzt die komplette Transformation, soweit im Manga zu sehen. Ed Hody, Kyuubi sprach davon, dass ihre Verbindung weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Nicht die Transformation selbst. Genau, hat sich nur auf die Zeit bezogen. Also, dass sie wohl in dieser Form nicht lange bleiben können, 5 Minuten, weil es zum ersten Mal passiert ist. Ja, so sehe ich das auch. Okay, das war's. Dann nochmal wie bis zu der Kommentarsektion. Ich freue mich.